Ja, willkommen zu einer neuen Zwischenfolge im Pyorion. Und ja, ich hatte gesagt, ich stelle noch eine kleine Basis vor. In der letzten Folge war die Raumstation und ja, hier ist er. Und zwar ist das ein Ranger Außenposten. Ja, hat keine Schilder, relativ wenig Zeugs, aber von Start ist es relativ einfach. Freischalt Level 5, Größenklasse 1, wie man sieht, 24 Minuten und 5 Sekunden Bauzeit. Und viel braucht man nicht dazu. Ja, gucken wir uns das Ding mal an. Hier drin hat man eine kleine Räumlichkeit mit eigentlich allem, was man so braucht, wie man sieht. Und ja, hier geht es noch nach oben. Oder auch nicht. Oder die andere Seite. Hier ungefähr. Ja, hier ist noch Geschütz drauf. Und hier vorne hat man dann einen Landeplatz. Was das Ding hier in der Mitte ist, keine Ahnung. Da weiß das Ding gut ist. Und ja, viel ist ja nicht. Da könnte man wahrscheinlich noch was anbauen. Aber ist jetzt nicht so, sage ich mal. Und die haben ja mal eine Tür und eine Toilette eingebaut. Das sieht man ja selten. Sonst sind ja übelsten aufwendigen Raumschiffe und dann fällt es meistens an der Toilettentür. Ja. Gut. Ja, hier ist so ein Energiekondensator für Solaranlage. Also, das hat jetzt, glaube ich, keinen Generator an sich. Muss man mal gucken. Ja. Doch, einen kleinen Generator hat es noch drin und ja, was verbrauchst du denn? Ja, die Welt ist es nicht, aber von Anfang geht's, sag ich mal. Kanonengeschützturm, ein Minigun-Turm, Geschütztürme, ja. Keine Medizinstation, das ist schlecht. Die sollte unbedingt noch rein, weil die ist ganz wichtig eigentlich. Aber die fehlt hier. Bevor so eine komische Klonkammer, da kann man glaube ich nicht heilen. Nee. Dann sollte lieber eine Medizinstation rein. Ja, hier ist nur so ein kleiner Konstruktor, ob man den jetzt unbedingt braucht. Ja, gut ist da halt. Aber Bäder hat es keine. Sollte Frau, was das hier für ein Teil ist. Scheint bloß Deko zu sein. Ein Reparaturblock. Ist es nicht zentral genug? Zum Nachrüsten. Wer weiß. Ja, aber ich denke mal, dass man hier noch, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, noch was dran bauen kann. Mal gucken, wie es auf der anderen Seite aussieht. Da kann man gar nicht raus, okay. Muss ja nicht. Ja. Gut, wenn man hier noch was anbaut, eventuell, geht das dann wieder vielleicht. Ja, viel mehr gibt es gar nicht dazu zu sagen. Ja, und nach der Folge geht es dann regulär mit dem Let's Play weiter. Ich wollte bloß mal wieder was anderes machen zwischendurch, mal eine Basisvorstellung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.